Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Broken 10. Und wie ihr sehen könnt, ich habe wieder einen Gast-Replay dabei von dem lieben Lennon98 aus dem Clan-Taco. Ja, mir haben sehr, sehr, sehr viele Menschen Replays eingesendet. Allerdings in meine Kommentare. Bitte, Leute, nochmal eine kleine Erinnerung. Bitte schickt die mir an meine unten angegebene E-Mail-Adresse. Die ist unten in der Infobox verlinkt. Broken10 Replays. Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Genau. web.de, glaube ich. Ich habe gerade ein bisschen verpeilt. Ich weiß nicht genau. Irgend sowas. Ich glaube, web.de oder so. Guckt einfach unten nach. Da könnt ihr nachschauen. Da bitte alle Replays hinsenden, weil ich habe zwei sehr schöne Replays bekommen, aber die sind leider beide in meine Kommentare gelandet. Und wenn die Kommentare dann voll mit Links voll sind, das ist nicht so geil. Genau, und wir sehen den Lenne hier in seiner Arti 212A, der russische 9, Stufe 9 Arti. Nochmal so als kleine Nebeninfo. Ich weiß nicht, ob das mit dem Intro jetzt geklappt hat. Anscheinend spinnt irgendwie das Schneidprogramm bei World of Tanks ein bisschen rum. Es kann sein, dass es immer noch so ein bisschen grün ausgesehen hat. Muss mal einfach mal schauen. Vielleicht aber auch nicht. Werden wir dann sehen. Werde ich erst im Schnitt sehen. Genau. Ja, er hat hier 38 HE mit und zwei große HE-Geschosse. Und es ist ja die neue Physik, also beziehungsweise die neue Schussart. Dann gucken wir uns das mal an. Das ist auch die erste seiner Art. Also das erste Mal in dieser neuen G, also Draufsicht. Beziehungsweise mit diesem neuen Schussradius, mit dem Schadensradius, so. Also seit dem Update, davor hatte ich ja noch, beziehungsweise danach hatte ich noch keinen Arti-Replay bekommen. Und ja. Genau, ihr könnt mir immer gerne einsenden, aber bitte an meine E-Mail-Adresse. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte an meine E-Mail-Adresse. Sonst mache ich mich mit den Links noch, kriege ich in der echten, weiß nicht, werde ich wahnsinnig. War früher auch schon so. Haben Leute ganz viele Links an meine Dings reingesendet und das war einfach viel zu viel. Und dem hier einmal mal kurz gucken, ob die Tonqualität. Ja, doch, passt alles. Ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder so ein Kram habt, sagt immer gerne Bescheid. Ich bin für alles offen. Und ja, so, er fährt jetzt mit seiner Arti. Erstmal natürlich. Ja. Okay, es geht schon mal gut los. Der Type 5 schwer killt gleich mal einen. Wow. Wow, wirklich. Kann man einfach nur klatschen. Type 5, wirklich Respekt. Ja. Den würde ich gleich mal reporten. Aber gut. Ja, den hat's erwischt. LOL. Die werden ja hier weggeschnetzelt. Der TVP-1 hinter den Type 4. Der Type 5 hat einen eigenen getötet. Eieiei, das sieht ja schon mal nicht so gut los. Ja, mal sehen. So, komm. Das wollen wir jetzt sehen. Und? Watsch! 1019! Hit, check. So, der ist drin, Alter. 1019. Wow. Ja, und da sagt man, die Artis sind nicht OP. Die Artis sind meiner Meinung nach sogar noch stärker geworden als früher. So, mal gucken, was der E100 hier so macht. 1000 halt, ey. Aua, das tut ordentlich weh. E75. Ah, er hat getroffen, aber man weiß nicht für wie viel. Ja, es geht ja schon wieder gut los. Der Goldbetta hat hinter einfach mal einen eigenen gekillt. Und der Type 4 wurde gewonnen. Eieiei. Im Chat sind sie wieder ganz nett. Wie das immer so sein muss. So, anscheinend hat er den eher noch nicht so viel gezogen. Jetzt gibt er an, wo er hinschießen will. Er hat immer noch die Möglichkeit, in den G-Modus zu gehen. Weil er geht wahrscheinlich immer auf die Draufsicht. Also ich muss sagen, ich finde die Draufsicht, also von hier aus finde ich die nicht so... Ach, die geht gar nicht, wieso nicht? Ich glaube, er ist in einem G-Modus, aber bei mir geht es irgendwie nicht, warum auch immer. Warum geht der G-Modus nicht? Doch, der ist wahrscheinlich im G-Modus und das Replay zeigt das irgendwie nicht an. Das ist ein Replay-Bug. Warum ist das so? Ah, jetzt! Jetzt geht er. Jetzt funktioniert's. Ah, okay. Ich
wollte schon sagen, weil irgendwie hat das rumgespackt. Mal gucken. E75, du willst es doch auch. Komm. Oder Maus. Ah, ruf da einfach. Jetzt fahren die Super Heavies los und zack. Wir haben noch zweimal Splash gemacht. Boah, das war noch ordentlich. Das war ordentlich. 1200 Schaden. Wie gesagt, ich gucke das Replay auch immer zum ersten Mal. Also ich habe keine Ahnung, was da drin passiert. Genauso wie im Type 4, Type 5. Also beim Type 5 wusste ich auch nicht. Eieiei. Hatte ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, dass es so krass abgeht. Ja, von wegen mit Teamkill. Ich muss jetzt übrigens mal in der nächsten Zeit mal ein Video rausbringen. Das wird ein bisschen spezieller. 458 Euro passt. Das habe ich in so einer Art noch nicht gemacht. Sozusagen das Maker-Video, was Wargaming angeht. Mal gucken. Das muss ich aber erst nochmal richtig ausbauen. Ja, der Striff ist natürlich offen. Und der weiß es nicht wahrscheinlich. Ich hatte einfach keine Lampe an. Mal gucken. Den kriegt er doch da weg. Den kriegt er doch da aus seinem Busch raus. Der bleibt sogar schön stehen. Das ist ja wunderbar. Und Schuss. Ach, schade. Nur 83 gesplashed. Betäubt. Ne, Besatzung betäubt. Oder? Ja. Ja, der Type 5 hier, weiß ich nicht, der hatte irgendwie schlechte Laune. Hat einfach abgedrückt beim Ruh. Nächster Hit erzielt jetzt. Ja, 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 ja. Sehr schön. Doppeltreffer. Ah, hätte die beide ruhig rausnehmen können. Na gut, dem wäre zu viel gewesen, aber jetzt. Oh, mal gucken. Type 61. Ach doch, er ist die ganze Zeit in dem G-Modus drin. Der hat nur irgendwie gebuggt. Okay. T49. Ah, den kriegt man noch raus. Den kriegt man noch weg. Oder? Ne, er fällt in die falsche Richtung. Ist nicht so gut. Und da die Maus. Ach komm, die bietet sich an. Und. Ach, schade. 224. Sehr schade, sehr schade. Da hätte ruhig noch ein bisschen mehr kommen können. Von World of Tanks. Dem ruhig noch ein bisschen was mehr gönnen können. So. STB1. Ein STB1. Das ist auch ein wunderbares Ziel. Dem kann man auch gerne mal eine mitgeben. Ja, 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 ja. Bleib stehen. Dann kannst du so schön einem reinbrettern. Und. Ach, die scheiß Säulen. Ja, 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 ja. Boah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Doch nicht? Doch? Boah, diese Säulen sind aber auch extrem nervig. Und. 1056! Einfach vor die Stirn geklatscht. Sehr schön. Lol. Ja, das kann man definitiv sagen. Lol. Hat er dem einfach eine Tausender Schelle gegeben. Daran seht ihr einfach, diese Artis sind einfach immer noch... Oh. Ups. Daran seht ihr einfach, dass die Artis immer noch mega nervig sind. Und meines Erachtens noch viel zu stark. Ja, 212er. Stufe 9 russischer Arti. Die hat auch mal Lust, richtig dicke Dinger auszuteilen. So, jetzt zeige ich euch noch schnell die Auswertung nach einem kleinen Cut. So, und da sind wir wieder. Bei der Auswertung, wir haben hier einmal Meister, wir haben Brescia, wir haben Confederate, wir haben hier einmal 4160 Schaden. Der Type 5 hat sogar 7200 gemacht. Nee, nicht schlecht. 9 Schuss abgefeuert, 7 getroffen, 6 direkt penetriert. Oder so? Penetriert? Okay, ja, gut. Okay, ja, ach so, wegen Splash, ja klar. 6 Direkttreffer, 7 getroffen, okay. Ja, oder so, ich hab, ja, genau. Damage, ach so, ja, klar.
Damage Vehicles bei Stun, weil wenn man gestunt ist, 3684 hat er da gemacht. Und ja, ein sehr schönes Replay, muss ich sagen. Vielen Dank, dass du es eingesendet hast. Aber wie gesagt, bitte wieder über die E-Mail-Adresse. Es ist sonst viel zu viel Arbeit. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.